VR-Gamer. Ich bin DeLorean787 und ich zeige euch heute mal wieder einen Wave-Shooter. Da haben wir ja noch nicht genug davon, aber es kommt immer darauf an, wie gut der umgesetzt ist. Dieser hier sieht zwar ziemlich kitschig aus, aber macht tatsächlich Spaß. Das Spiel wurde entwickelt vom André, ein deutscher Entwickler. Er hat uns eine E-Mail geschrieben, hat uns gefragt, ob wir das Spiel mal ausprobieren möchten. Und natürlich sagen wir da nicht nein, wir probieren das natürlich aus. Ich habe hier auch schon ein paar Versuche gestartet. Wir haben eine globale Highscore, in der wir uns dann battlen können gegeneinander. Macht auf jeden Fall Sinn, erhöht den Wiederspielwert. Wir haben hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, drei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Grafik können wir einstellen, Sprache können wir einstellen und die Waffenneigung können wir einstellen. Die ist aber auf 0 für die Oculus Touch Controller eigentlich schon perfekt. Ja Leute, wir greifen unsere Waffe mit den Trigger-Button, können sie wieder fallen lassen mit den Grip-Button, werden im Laufe des Spiels neue Waffen bekommen, die werden dann hier erscheinen und wir starten einfach mal. Los geht die wilde Fahrt. So, da kommt schon die erste Drohne. Ja, wir haben hier auch so einen kleinen Slow-Mo, wenn der Schuss direkt auf uns zukommt, dass wir ein bisschen ausweichen können. Hat er leider noch nicht ganz so perfekt hinbekommen, aber ich denke mal, da wird er schon noch ein bisschen was machen daran. Ja, Leute. Ich hoffe, ihr könnt ihn ein bisschen supporten, indem ihr das Spiel einfach kauft. Zurzeit ist es im Angebot für 7,39 Euro. Ist kein großes Geld für dieses nette Spiel hier. Und ihr unterstützt damit auf jeden Fall den André, der einige gute Pläne für neue Spiele hat. So. Kommt her, ihr scheiß Drohnen. Neue Waffe. Wir haben noch ein paar Schuss. Ballern wir erstmal zu Ende hier. Oh oh. Ausweichen. Boah, der hat mich getroffen. Abgehauen. Weg mit euch. So, jetzt schlägt mein Herz. Das heißt, ich sterbe bald. Jetzt habe ich mich wieder erholt. 6 Schuss noch. Mit der Pumpgun. Hier habe ich noch 46. Und ich habe schon wieder eine neue Pistole. Kann ich mir dann gleich wieder in die rechte Hand legen. Ups, jetzt habe ich die andere wieder genommen. So. Welle 11. Das geht ja schnell hier. Welle 12. Da kommt die nächste Drohne. Und da auch. Von beiden Seiten werden wir jetzt hier beschossen. Kommt schon wieder die nächste. Das sind Welle 2. Aha. Ja Leute, und so geht es hier dahin. Es sollen anscheinend auch irgendwann in den späteren Wellen ein paar kleine Bosse kommen. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich bin immer davor schon gestorben. Wow. Wow. Ja, die Slow-Mo ist noch ein bisschen merkwürdig gemacht, aber ich hoffe wirklich, er kriegt es noch ein bisschen besser hin. Boah, ich muss mal die Waffe wegschmeißen hier. Boah. Und jetzt habe ich genau das Problem, was ich gesagt habe. Während dem Spielen das genaue Anvisieren ist echt Katastrophe. Da könnte man ruhig die Range noch ein bisschen erweitern. Und vor allem dafür sorgen, dass die gebrauchten Waffen hier despawnen. Wow. Boah. Das war aber echt knapp, hä? Bam. Okay, das wieder leer machen. Bam. schon witzig, das Game. Und das war's. Ich habe meinen alten Highscore nicht geknackt. Ja, Leute, das wäre soweit von diesem Spiel hier.
Dieser Pur ist echt krank. 64.000 Punkte. Ich glaube, das werde ich nie schaffen. Ich versuche es auf jeden Fall nochmal. Ja, Leute, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir können auch eure Unterstützung auf jeden Fall gut gebrauchen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.